Hi, hier ist der Frank vom Foodblog-hamburg.de. Wir haben uns ein neues Spielzeug gekauft und zwar haben wir uns eine Teppanyaki-Grillplatte gekauft. Das ist jetzt nicht so 100% Teppanyaki, aber schon so in der Art. Die kann man oben auf unser Induktionsfeld legen und dann können wir das von da aus anheizen. Wir wollen das jetzt heute einfach mal ausprobieren und euch zeigen, wie das am besten geht. Dafür habe ich mir einfach überlegt, ich mache einfach ein paar Burger. Das geht ja verhältnismäßig einfach und ist auch jetzt nichts, wo ich so fürchterlich viel rumexperimentieren muss. Und dann können wir ja einfach mal gucken, wie gut das da drauf machbar ist. Also, das ist diese Platte, die wir uns gekauft haben. Die ist aus Gusseisen, deshalb funktioniert sie halt auch mit unserem Induktionsfeld. Und ich habe die jetzt einfach, nein, wir haben die vorbereitet. Man soll die einmal abschrubben und dann soll man da einmal mit Speiseöl die einmal so ein bisschen benetzen. Und dann soll man sie für eine Stunde lang bei 200 Grad im Backofen tun. Das haben wir jetzt gemacht. Mittlerweile ist sie natürlich auch schon wieder erkaltet und ich habe sie jetzt hier eben gerade drauf getan. Und wenn man das so fühlen will, das wird heiß. Ich habe jetzt mal für unseren Burger vorbereitet. Zwei Burgerbrötchen, dann haben wir Black Angus Rind Patties, wir haben so ein bisschen Bacon, ich habe hier ein bisschen Zwiebel geschnitten. Ein bisschen Tomate, ein bisschen Cheese, Cheddar, nur Schabletten heute mal. Wir nehmen heute mal Schabletten. Dann habe ich hier eine Barbecue-Sauce und ich benutze super gerne die japanische Remoulade. Die werde ich jetzt dann auch da so ein bisschen was drüber machen. Und bestimmt habe ich, achso, Salat haben wir auch noch ein bisschen. Ich glaube, das wird ganz geil werden. Achso, ein Ei will ich da auch noch reinhauen. Ich will mal gucken, wie gut sich da drauf ein Ei braten lässt. Und das werden wir jetzt so nach und nach abarbeiten. So, dann wollen wir als erstes, glaube ich, gleich, wenn das so ein bisschen heiß ist, da die Patties drauf tun. Und was machst du denn jetzt? Ja, ich mache da jetzt einfach mal, ich habe das Zeug noch nie gehabt. Das ist ein Bratfett von Rama ohne Palmöl. Das mache ich jetzt hier mal ein bisschen drauf, mal gucken. Er wird warm. Geil. Oh ja, das sieht man auch sofort, ne? Ja, das ist doch cool. So, dann tue ich da jetzt mal mein Patty drauf. Einmal werde ich das so ein bisschen verteilen hier. Mal gucken, wie sich das alles hier, wie das so heiß wird. Also die haben geschrieben, also in der Gebrauchsanweisung zu diesem Teil steht unter anderem, dass es nicht für Induktionen ist. Aber ich bin ja unverbesserlich. Ich mache das trotzdem, weil ich kann das ja dann immer nicht lassen. Okay. Also ein bisschen Fett muss man drunter haben, sonst backt es an. Okay. Das wird schon. Ich mache hier noch mal ein bisschen Fett hin. Hier vorne ist so eine Kante, da soll überflüssiges Fett dann auch reinlaufen. Gucken wir mal, ob da noch was her, was drin ist. Falsch. Den nehmen wir. Also jetzt ist das hier nicht angebackt. Sieht gut aus, ne? Ja, das sieht cool aus. So, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen anbraten da. Und dann tue ich mir schon mal so ein bisschen was an dem Bacon da drauf. Mal gucken, ob das geht, so wie ich das will. Und ob das hier vorne auch heiß ist und wie. So, ja. Das ist ja. Das ist ja genial, ne? Ja, das ist richtig genial. Das bringt Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, Also, aber. ich verlinke euch einfach unten drunter in meiner Einkaufsliste, mache ich euch einen Link zu diesem Teil und dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Gibt es bei Amazon für unter 50 Euro. Also, nee, zumal diese Teile, wenn man die von seinem Herdhersteller kauft,
dann wollen die ja richtig Kohle dafür sehen. Also ich weiß es jetzt gerade ganz genau von meiner Nachbarin, die hat sich nämlich gerade einen neuen Herd gekauft. Da wollen die jetzt mal eben über 200 Euro für dieses Ding haben. Das finde ich sehr teuer, genau. Deshalb, also ist das doch eine echt günstige Variante. Ja, natürlich. Ich finde das einfach, das ist doch eine geniale Nummer. Also auch gerade für jemanden, der keinen Balkon hat. Wir könnten jetzt ja auch auf unseren Balkon gehen und einfach dann mal eben schnell das mit unserem Grill machen. Aber für jemanden, der zum Beispiel entweder keinen Grill sich auf den Balkon stellen will oder der sagt, ich finde sowas einfach genial, ich möchte das gerne auch in meiner Wohnung machen, wunderbar. Und das Geniale ist ja, ich mache die immer nur nicht an, wenn wir hier am Filmen sind, weil sie mir zu laut ist. Aber eigentlich könnte ich ja auch schön meine Dunstabzughaube anmachen und dann ist der ganze Geruch auch weg. So, hier mache ich jetzt mir nochmal wieder ein bisschen Fett hin. Und wie man sieht, also die Platte ist hier und das ist ja hier ist nur so eine kleine Flamme. Das geht wunderbar. Also, das ist doch toll. Ja, ich habe mir jetzt noch so eine Haube bestellt, die man da auch noch oben drüber machen kann. Dann kann man halt auch mit so einer Haube garen. Ja, cool. Ja, dann kann ich schon ein bisschen braun geworden. Das wird. Klasse. Jetzt tue ich mir noch mal die Zwiebel da so rein. Wahnsinn, ne? Ja, hätte ich nicht gedacht. Gehofft, ja, aber nicht gedacht. Genau. So, jetzt machst du die roten. Genau, die Buns einfach mal ein bisschen da rein. Hier haben wir schon so ein bisschen was gebraten. Also unsere Herdplatte hat bis Stufe 9 und wir sind jetzt auf 7. Und vorne habe ich richtig rausgenommen, nur noch die 3. Und trotzdem kriege ich hier wunderbar mein Speck angebraten. Das ist doch geil. Ich finde ich auch. Ich kann das jetzt so ein bisschen schlecht einschätzen hier mit dem Paddy, aber ich glaube, der ist bald auch fertig. Dann kommt noch der Trick mit dem Ei. Und dann sind wir bald, glaube ich, auch fertig. Ja, ist halt Wärme, ne? Also muss man halt ein bisschen mit üben. So, jetzt mache ich mir hier vorne schnell ein Ei. Okay, da habe ich mich jetzt so ein bisschen vertan mit der Wärme. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt hier erstmal noch so ein bisschen Übungsnummer. Zum Glück ist es ja Induktion, das geht ja richtig ratzi-fatzi. Ruckzuck, ne? Ruckzuck, genau. Filmen! So, unsere Patty ist so fertig. Und wir brauchen Ei drauf. Genau. Ein bisschen Zwiebel. Geil. Ja, finde ich auch. So. Dann kommen noch Speck. Boah. Hammer, oder? Ich finde das auch Hammer. So. Und ein Band, dann Salat. Dazwischen ist noch meine Barbecue-Sauce. Dann schön Tomate. Paddy, schön gebraten. Black Angus. Ei. Speck. Und dann noch dazu Käse. Ach,
seht ihr, den Käse habe ich auch noch völlig vergessen, aber der kommt jetzt gleich. Vorher kommt noch meine Secret Sauce oben drüber. Geil. Und jetzt noch ein bisschen Käse. Schön noch Käse drauf. Oh ja. Deckel drauf. Und fertig. Schön. Sieht der geil aus? Ich glaube, der sieht geil aus. Sollte euch unser schnelles Rezept gefallen haben und diese Platte hier gefallen haben, sieht natürlich jetzt hier so ein bisschen aus wie Schlachtfeld. Der zweite Burger wird jetzt auch gleich noch schnell zu Ende gebaut. Ich mache hier jetzt gleich noch ein Ei. Diese Platte, ich finde sie super geil und ich finde es auch gelungen. Ich glaube, wenn wir noch ein paar Mal damit was gemacht haben, wird das noch viel geiler. Ich finde, so ein bisschen Kritik, ein bisschen größer könnte sie sein, aber dadurch, dass die Platten ja auch nur eine gewisse Größe haben, ist natürlich die Dimension von so einem Teil auch ein bisschen erschöpft. Aber man hat ja die Chance, noch eine zweite dazu zu bauen. Also wenn man Besuch hat zum Beispiel und ein bisschen mehr machen will, braucht man halt noch einen zweiten dazu. Ich glaube, 39 oder 34 Euro hat das Teil gekostet. 100 pro eine Empfehlung, sich so ein Ding zu kaufen. Und ich hoffe, mein Rezept nebenbei hat euch auch noch gefallen. Ja, dann solltet ihr uns noch nicht abonniert haben. Abonniert uns. Habt ihr Fragen, schreibt sie unten rein. Ich schreibe unten eine Einkaufsliste. Da gibt es dann einen Link auch zu dieser Platte. Und was gibt es sonst noch, Schatz? Gar nichts, ne? Dann gibt es nur noch Tschüss sagen und Frank vom footblog-hamburg.de. Ciao, ciao.